So, oh je. So, hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Transformers. Yay, DS, Decepticons U. In der letzten Folge habe ich mal angeguckt. Ich glaube, mein Ton war ein bisschen leiser, deswegen habe ich den DS ein bisschen leiser gemacht. So, und jetzt sind wir jetzt schön zurück in die Stadt und boah. Ich bin ein bisschen mit Sound mal. Das ist voll Lautstärke. Ein bisschen tiefer. Du mieser kleiner Drecksack. Oh. Hallo, Officer. Vielleicht auch ein bisschen leiser machen. Genau, wie in Amerika. Genau, wie in echt eben halt. Ne? Oder die klügste Idee aller Zeiten. Erst schießen, dann fragen. Feuer für das Empfangskomitee. Von Sektor 7 zerstören, bevor wir die Datei entschlüsseln können. Pass auf, diese Jungs haben mehr drauf als die anderen Waffen der Menschen. Ja, die Geschütze sehen auch wesentlich größer aus. Ja, hallo Jungs. Hey, wer getan? Die können mich gleich erkennen. Und nein, wir können nicht schwimmen. Du meinst Helikopter wohl. Ach, hier ist auch ein schickes Hafengebiet. Zentrale, bitte um Feuererlaubnis. Wir haben keine Zeit zu fragen. So. Ui. Ich finde sogar, wie er sich immer wieder transformiert, einfach so mit Salto-mäßig. Diese Grundsprecherin hat da auch wahrscheinlich nicht so viel Texte hier. Ich finde die Musik in diesem Spiel ist auch super. Ach, da ist das erste Schmuckstück. Man kann auch so ein bisschen rumexperimentieren. Ja. So können die Geschütze eigentlich beschießen. Das ist ein richtig genialer Trick eigentlich. Man muss ein bisschen mit der Steuerung arbeiten. Ich finde es lustig, wenn er sich in eine Fahrzeugform verwandelt, macht dann sollte vorwärts und wenn ich mich dran in den Robotermodus bewege, zurück. Vor, zurück. Das ist echt geil gemacht eigentlich. Ich finde es auch generell ziemlich cool gemacht, wie manche Künstler bei Transformers sich bei der bloßen Transformation des Charakters Gedanken machen. Vor allem bei dem Filmuniversum ist es krank, wie gut das die Computereffekte gemacht sind. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Einzelteile die aus dem Filmuniversum haben, das ist echt erstaunlich. Bei der alten G1-Serie sind es ja mehrere Kasten, die sich ja so, sag ich mal, transformieren ein bisschen und dieses komische Sound dann machen eben halt und dann werden sie zu irgendwas am Ende. Aber hier, beim Filmuniversum, jetzt nicht zwingend beim Spiel, aber generell, wirkt es auch beinahe echt so, als würde es passen. Und wir haben Level 9 erreicht. Oh je, machen wir viel Schaden. Ja, okay, Bake hat er anscheinend nicht gelungen, als er sagte, die Waffen sind stärker. Merke ich gerade. Magnesium. So geschafft und ja, wir müssen immer mehr Erfahrungspunkte sammeln, aber wir kriegen ja auch immer mehr. Okay, wo lang jetzt? Okay, da. Oh, neues Auto, hallo. Panzerwagen. Ja, ich weiß auch nicht, ob ich noch die Fahrzeugform wechseln soll. Die passt eigentlich ziemlich perfekt zu mir. Finde ich auch die Farbe rot und schwarz. Ach, ich liebe diese Idee, die so oben wird, ist aber so geil. Und dass auf jeden Fall so Autobots auftaucht, finde ich auch ziemlich cool.
Ach, modernere Grafik und ein bisschen mehr, sag ich mal, Gameplay-Vielfalt. Ansonsten ist das perfekt vom Konzept her. Und ein bisschen länger. Halli war gerade ziemlich friedlich. Geh weg. Okay, guck, knacken. Da machen wir mal mit Wall weiter. Überhaupt gar nicht unauffällig. Nein, nein. Wie er so sagte, macht nichts kaputt. Gentlemen, wir haben leider ungebetene Gäste. Ich denke, Sektor 7 kennt unsere Absichten. Heiliger Auspuff. Sie greifen die Generatoren an. Brawl, schnapp dir die Verteidigungstürme. Schütz mit ihnen die Generatoren und schalte Sektor 7 aus. Ja, jetzt kommt gerade ein Zug, wo ich gerade so viel Spaß hatte. So, platziert die Geschütze, wupp. Finde ich ziemlich geil gemacht. Ein Geschützpart. Bam, 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 bam. Die Abverstärkung, die ich rettet, ist auch, glaube ich, bezweifle ich stark. Geschütz muss ich einfach ein bisschen umstellen. Zack. Problem ist, man hat nicht so viel Zeit, um zu planen, wo die hingehen sollen. Ich verlasse das Kampfgebiet nicht, aber warum schalten die Menschen den Rädel? Oh, Panzer. Ja, das stimmt sogar. Hui. Tschüss. Nein, ich kann halt ignorieren. Konzentration, Brawl, komm schon. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fahrzeuge die Menschen hier gerade verheizen, nur gegen mich. Okay, gegen einen Decepticon braucht man sehr viele Truppen, um ihn zu bewältigen. Vor allem Brawl. Der ist gepanzert wie sonst was, hat man ja im Film ja auch gemerkt. Ja, der Sheriff ist da ja großartig. Der Barricade freut sich schon richtig. Wie das so aussieht. Dup, 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 dup. Lustigerweise, warum hat Optimus jetzt schon seine Formel? Ich muss sie erst noch scannen. Aber egal. Na dann, dann fliegen wir wieder los. So. Da, 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 da. Manchmal ist das eine lange Reise. Das war so lang, wir hatten Stunden gebraucht. Woher kenne ich die Stimme? Denk dran, Rekrut. Die Autobots dürfen uns momentan nicht in die Quere kommen. Schalte sie schnell genug aus. Barry
Ja gut, dann wollen wir mal. Hui. Großen Weg, danke. Autobot. Jetzt gibt's ein paar Tritte, Alter. Wie viel Schaden mache ich? Zack. Nur 10? Nur 10? 10 Erfahrungspunkte? Ist das ein schlechter Scherz? Gegen einen verdammten Polizeiwagen, ja, kriege ich ja wesentlich mehr. Da guck mal, so. Lustigerweise kann man auch die Polizei gegen die Autobots setzen hier. Jedenfalls in der anderen Stelle hier. Ja, du guck mal her. Einmal auf die Lebensanzeige des Autobots. Wie das aussieht, okay. Wieder ein bisschen langweilig. Oder? Hey! Hey, zurück zur Polizei! Die ist das oberste Gericht. Ja gut, wenn die Autobots sich und sich bei den Behörden anpassen wollen, bitte. So, nächstes Ziel. Ja, mit dieser Helikopterform hat man eigentlich in diesem Spiel fast keinerlei Probleme, weil die einfach zu stark krank ist. Nur bei engem Raum wird das mit der Größe ein bisschen schwierig. Mhm. Zentrale, das von mir verfolgte Auto hat sich soeben in einen 15 Meter großen Roboter verwandelt. Bitte um Anweisung. Aggressionen. Muss man Aggressionsbewältigungstour machen heute. Jeder Dissidentik muss in Therapie und muss immer die Aggression bewältigen. Ungefähr so. Ich muss Aggression bewältigen. Barricade, bitte kommen. Ich habe mich um die meisten Autobots gekümmert. Nur noch Prime ist übrig. Rekrut, du solltest dich nicht mit Optimus Prime anlegen. Viele Decepticons sind in der Schrottpresse gelandet, weil sie ihn unterschätzt haben. Lenk ihn so lange ab, bis ich die Datei entschlüsselt habe. Lasst es nicht entkommen! Oh, hallo. Rein zufällig ist er hier. Ich glaube, ich habe eine Idee. Da wollen wir mal. Lasst es nicht entkommen! Weil wir verfolgen es dann schon ein bisschen schwierig. Vor allem lustig, Bambi trifft natürlich genau uns dann. Lass euch nicht von mir stören, ich flieg nur so rum. Natürlich biegt er was so ab. Ich flieg nur ganz langsam nah dran, bemerkt mich bloß keiner. Man kann sogar mit bloßen Wegrahmen die Rotorblätter ein bisschen zu viel Schaden machen, ein bisschen. Ist es schon geil gemacht. Ist eigentlich auch logisch, denn ich irgendwie schade, dass es in Transformerspielen eigentlich auch nicht so ist. Durch die Rotorblätter der Rotoren der Helikopter Schaden machen. Macht an sich Sinn. Hat aber kein Transformerspiel wie dieses hier. Finde ich irgendwie komisch. Ja, wie lange muss ich den sonst noch verfolgen, Bumblebee? Ich bin schneller als du, gib mal Gas. Bumblebee, gib mal Vollgas. Schneller. Oh, Bumblebee ist über den Park gefahren. Alter, das gibt einen Strafzettel.
Ach so, ups. Ja. Was haben wir denn hier? Schick das Aufräumkommando. Und tschüss. Sektor 7 hat Bumblebee geschnappt. Die Autobots wollten den Menschen helfen. Wieso sollten die Menschen einen Verbündeten einsperren? Weil sie schwach sind. Schwäche verursacht Angst. Und Angst macht aus einem Verbündeten einen Feind. Deshalb tolerieren wir Decepticons keine Schwäche. Wenn du von jemandem wie Megatron ausgebildet worden wärst und nicht von dieser Ratte Starscream, könntest du das verstehen. Konntest du die Datei entschlüsseln? Ja. Der Eismann befindet sich im Sektor 7 Hauptquartier an einem Ort namens Hooverstaudamm, der 2 Megameilen östlich von hier liegt. Starscream wird davon erfahren wollen. Starscream kann's aus seinem Auspuff blasen. Wenn wir Megatron wiederbeleben, müssen wir uns nicht mehr um Starscream kümmern. Wieso glaubst du, Megatron ist ein besserer Anführer als Starscream? Weil du bei ihm weißt, woran du bist. Ein Typ wie Starscream würde dich im Schlaf überwältigen. Megatron hat den Mut, dir dabei in die Scheinwerfer zu schauen. Aber jetzt raus hier. Ja, auch neues freigeschaltetes Sprungtritt, freigeschaltetes Springen und drücke A. Ja, eine interessante Aussage von Bellcat. Bei Megatron weiß man, wo man ist. Ja. Mag zwar stimmen, Starscream ist aber in vielen Bereichen dennoch vernünftiger als Megatron. Muss man einfach sagen, Starscreams Grundidee von Taktik, also Schnelligkeit und Verschlagenheit, ist in Krieg besser als pure Gewalt. Ist so. Kann man auch nicht leugnen. Auch, glaube ich, der berühmte Stratege Tun Tzu oder die Bücherreihe, wie Krieg funktionieren sollte, beschreibt das auch so, dass man mehr auf Listigkeit oder auf Täuschung aufbauen sollte, als auf bloße Kampf, auf bloße Gewalt. In dem Sinne ist das, finde ich, keine von der von der Klugheit her schon besser als Megatron. Okay, der ist etwas, sage ich mal, sehr arrogant in vielen Universen eben, das stimmt schon, aber Megatron ist in vielen Bereichen ja nicht besser. Okay, Megatron kämpft in vielen Universen eben halt selber mit den Truppen, da ist eher seltener. Aber das kann je nachdem sogar Nachteil werden. Wenn Megatron kaputt geht, dann haben die Decepticons keinen Anführer mehr, rein theoretisch, und dann, ja, ist Chaos. Starscream macht das clever, der Anführer muss eigentlich mehr am Leben bleiben. Es ist einfach klüger von Starscream, egal wie man es drin und wenden will. Ich habe noch keinen Weg in die Anlage entdecken können. Ich habe allerdings ein Arsenal von Kommunikationssatelliten gefunden. Dann beginnen wir dort, wo wir uns auskennen. Brawl, schalte das Kommunikationssystem von Sektor 7 aus. Blackout, bleib in der Luft und behalte alles im Auge. Ich checke die Umgebung und versuche etwas herauszufinden. Rekrut, bleib hier, aber halte dich bereit. Starscream, bitte kommen. Berichte. Wir sind im Hauptquartier von Sektor 7 beim Hoover-Staudamm. Wir versuchen gerade in die Basis zu gelangen. Haben die anderen Verdacht geschöpft, dass wir eigentlich den Auspark suchen? Noch nicht, aber es wird bald herauskommen. Vorausgesetzt, es ist wahr. Hör mir zu. Wenn Megatron wiederbelebt ist, wird er mich herausfordern, um seine Macht wiederzugewinnen. Mit dem Auspark in Reichweite können wir uns keinen Machtkampf leisten. Du musst sicherstellen, dass Megatron nicht erwacht. Ich soll den Gründer der Decepticon-Armee töten? Im Schlaf? Ich möchte, dass du die Zukunft der Decepticons sicherst. Enttäusche mich nicht. Starscream, Ende. Das sieht aber echt geil aus hier. Out. Jedenfalls, was Starscream und Megatron hier im Spiel angeht, will ich noch am Ende noch was dazu sagen. Erstmal machen wir den Autospot hier.
Ich verstehe diesen aus dem Soundbug hier gerade nicht, aber ist vollkommen egal, der Part ist eh zu Ende. Jedenfalls, das war's mit diesem Part und wir sehen uns in den nächsten Folgen wieder. Ciao!